Hallo Leute und willkommen zurück zu A Bird Story. Ja, wahrscheinlich erleben wir jetzt so das Ende langsam. Unser Junge hat jetzt schon einiges erlebt mit seinem neuen Freund, den er jetzt aber nicht mehr hat. Zuletzt hat man ja irgendwie gesehen, dass der gestürzt ist nach seinem letzten Absturz oder dass der halt dabei gestorben ist oder ja, es nicht geschafft hat oder so. Und er geht jetzt nochmal an diese Stelle und da ist ein Stück von diesem Papier wieder. Und jetzt möchte ich ja auch langsam wissen, was los ist. Die Bäume machen wieder Platz. Die Musik ist wunderschön. Er sammelt hier auch gerade irgendwie so Erinnerungen ein. Da am Stein, wo er mit dem Vogel war. Okay. Vielleicht findet er ja noch irgendeinen Hinweis oder so. Ach, ich weiß nicht, was er hier findet. Hier wäre ja. Ach, jetzt sind wir schon wieder zu Hause. Okay. Dachte, jetzt kommt der Tierarzt. Jetzt ist er ganz allein zu Hause wahrscheinlich und fühlt sich ganz blöd, wieder alleine zu sein, ohne seinen Freund. Normalerweise mache ich immer auf, voll der Reflex, dass ich da jetzt ranspringen wollte an die Knöpfe. Aber es hat jemand anderes gemacht. Das Leben wird ihm ausnahmsweise an diesem Tag etwas erleichtert. Als ob das Schicksal wüsste, dass es ihm heute nicht so gut geht. Er hat jetzt das Papier bei sich, mit dem er einst mal den Flieger gebastelt hat oder so. Das mit dem Flieger verstehe ich auch noch nicht. Ich glaube, das ist halt nur so eine Illusion oder so. Wäre natürlich schön, wenn der Vogel jetzt einfach gleich auf dem Balkon sitzt und es überlebt hat und zurückgekommen ist. Aber glaube ich eher nicht. Wie viel er von diesen Zetteln hat. Irgendwie kommuniziert seine Familie auch nur über Zettel mit ihm, was ich irgendwie auch ziemlich blöd finde. Vielleicht bekommt er ja am Ende des Spiels auch noch einen richtigen menschlichen Freund oder so. Sodass man Freunde verliert, aber auch neue Freunde finden kann, wäre ja auch schön. Oh, er schaut in seinen Busch, aber kein Vogel ist da. Auch das Wassernapf ist jetzt total überflüssig, weil ja gar kein Vögelchen mehr da ist. Sehr traurig. So ein bisschen halt wie wenn man ein Haustier hat, das gestorben ist und man gar nicht weiß, was man mit den Sachen machen soll. Aber er stellt es trotzdem aus Hoffnung nochmal hin für den Fall, dass der Vogel wiederkommen möchte. Ist immer ein Platz für ihn da. Und er hofft und wartet, dass er wiederkommt, aber wahrscheinlich nicht. Selbst im Regen sitzt er draußen mit einem Regenschirm und hofft, dass er wiederkommt. Oder denkt darüber nach, wie es jetzt weitergeht. Was hat es mit diesen Papieren auf seinem Tisch auf sich? Er sammelt da immer wieder welche ein und legt die auf den Tisch oder wie? Damit er irgendwie dann doch einen neuen Flieger vielleicht basteln kann? Was macht er mit diesem Papier? Er bastelt wieder was. Ja, einen neuen Papierflieger. So wie am Anfang, als er den ausprobiert hat. Oh, und ganz weit entfernt hört man den Vogel.
Und er hört ihn wirklich. Nicht nur im Traum. Der Vogel ist wirklich wieder da? Wäre ja schön. Das wäre ja ein schönes Ende. Da ist der Kleine. Oh, wie schön. Wie kann denn das sein? Oh, da freut sich der Junge bestimmt total. Und da kommt sogar noch einer. Der hat auch immer noch seinen Verband um. Mittlerweile kann er also fliegen und das zeigt er dem Jungen. Also hat er es doch überlebt und der andere Vogel hat sich um ihn gekümmert und der alte Vogel zeigt dem neuen Vogel, hey, das ist mein Freund, alles okay, dem kannst du vertrauen. Ah, und jetzt nimmt er ihm auch den Verband ab. Denn jetzt ist alles wieder gut, er kann ja wieder fliegen, sein Flügel ist geheilt. Ah, oh, wie schön. Aber ob das alles so real ist? Ist denn alles okay mit dem Jungen? Ich weiß nicht. Irgendwas weiß ich nicht. An der Geschichte ist mir ein bisschen schleierhaft mit seinem Papierflieger, mit dem er weggeflogen ist und so. Das kann ja nicht real sein. Ach, er bringt ihm den Flieger wieder. Voll der dressierte Vogel. Voll zahm. Aber schön. Er freut sich total und umarmt den erstmal richtig, weil er ja dachte auch, er wäre tot. Und jetzt, wo er wieder da ist und einen neuen Freund hat und fliegen kann, ist auch alles irgendwie wieder gut. Er weiß, der Vogel kann immer wieder kommen, wenn er will. Aber er lässt ihn frei. Mit seinem anderen neuen Freund. Ah, und das war's mit A Bird Story. Aber es ist natürlich viel schöner, freiwillig ihn fortfliegen zu lassen und fortfliegen zu sehen, glücklich, sodass der Vogel immer wiederkommen kann, als dass der jetzt beim Unfall gestorben wäre oder so. Das war ein sehr süßes und sehr schönes Spiel. Hier sieht man den Vogel nochmal wegfliegen. Aber ich bin mir irgendwie. Also, wenn das der neue Patient wird in Episode 2 von To the Moon, ja. Dann frage ich mich, hat es was mit dieser Geschichte hier zu tun? Mit diesem Vogelfreund und überhaupt? Steigen da die Doktoren dann nochmal ein und weiß nicht. Vielleicht könnte ich mir vorstellen, dass der Junge als Patient später sich nochmal als letzten Wunsch vielleicht wünscht, fliegen zu können oder so. Oder der Freund von dem Vogel zu sein oder so. Es ist süß, der Vogel bedeckt den anderen im Regen. So ein Quatsch eigentlich, ne? Aber irgendwie ist halt schnucklig. Ein schnuckliges Spiel. Ja, wie fandet ihr es? Schreibt mir doch mal in die Kommentare, was ihr so denkt. Ob das Ganze hier irgendwie. Also, ob er sich vielleicht an einem Punkt viel selber zusammengespinnt hat, ob das alles real ist. Glaubt ihr daran, dass er da wirklich mit dem Vogel auf diesem Papierflieger weggeflogen ist? Was hat es mit diesen Papierfliegern auf sich? Ab was für einem Punkt war das Ganze vielleicht gar nicht mehr echt? Was könnte mit dem Jungen wirklich sein? Oder ist alles so wie in dem Spiel dargestellt und ist einfach nur eine süße Geschichte? Und es hat vielleicht auch gar nichts später damit zu tun. Was sieht man denn hier jetzt noch? Er lässt nochmal einen Papierflieger los? Oder setzt er sich jetzt wieder auf seinen imaginären Riesenflieger und fliegt selber weg? Ich glaube aber trotzdem, dass es ihm jetzt wesentlich besser geht als vorher. Jetzt kann der Alltag auch weitergehen. Aha, Finding Paradise. Nanu. Erscheint eines Tages.
Ja, diese Anordnung der Zeit sieht man ja schon, dass das eine Andeutung auf To the Moon Episode 2 ist, Finding Paradise, okay. Ja, das wird dann wohl. Also dem wird ja wohl dann noch einiges passiert sein, wo man wieder einsteigen kann bei To the Moon. Finding Paradise heißt es dann wahrscheinlich, aber ich sag jetzt mal Episode 2 von To the Moon. Und dann sieht man ja schon, dass der Junge wahrscheinlich noch viel, viel mehr erleben wird. Und das mit dem Vogel war vielleicht nur in der Kindheit, aber bin echt gespannt, was noch alles passieren wird in dieser Geschichte. Und freue mich jetzt schon drauf auf die neue Episode dann, weil jetzt bin ich so ein bisschen warm geworden mit diesem ganzen To the Moon Flair. Und jetzt haben wir die Spiele auch nachgeholt. Also sollte die dann irgendwann auf Deutsch rauskommen, die neue Episode, dann werde ich die gerne vorstellen und hoffe, es gefällt euch auch, so mal ein bisschen RPG-Maker-Kram auf meinem Kanal zu sehen. Ja, das finde ich total gut und ich fand diese Geschichte sehr schön und süß, bin mir aber wie gesagt nicht sicher und freue mich auf eure Kommentare und bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann im nächsten Weekend Game nächstes Wochenende und ja, ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Bis dann!